Da sind wir wieder. Links und rechts und oben und unten. Und ja, wir wissen, wir sind Noobs. Ja? Wir haben viel zu spät gerafft, dass man Sachen verkaufen kann. Viel zu spät gerafft, wie das überhaupt alles funktioniert. Aber... Ach, siehst du, die müssen wir nochmal besiegen hier. Geh kaputt! Okay, die müssen wir ja formal machen, das ist aber nicht schlimm. Ja, da müssen wir jetzt leider nochmal... Kann ich dir helfen, mein Freund? What the fuck? Ihr könnt mich doch alle mal hier... WÜTEND! Oh, ich muss die Steuerung erstmal wieder richtig so... Wir haben jetzt schon ein paar Tage nicht gespielt. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, Wir wissen, wir sind Noobs. Wir haben auch sicherlich das ein oder andere Secret übersehen. Und wir haben auch, was ich in den Videos jetzt gesehen habe, die jetzt hochgegangen sind, auch öfter mal, die wabernden Stellen verpasst, wo Sucherbots ausgesetzt werden können und so weiter und so fort. Wir sind halt Kackboons. Aber das ist... Außerdem sind wir beide gerade krank und wäre das jetzt voll ausreicht in dem Spiel. Das ist das, was ich immer die Let's Player-Krankheit nenne. Wieso geht das? Achso, ist offen. Nein, wir erregen doch sonst irgendwelchen Scheiß, noch irgendwelche Einmachgläser halten uns vom Spiel ab. Ja, nee, wir sollen auf jeden Fall mal eben die Bank besuchen. Was ich meinte, ist die Let's Player-Krankheit, dass wenn du ein Spiel spielst, ohne dass du es kennst, dass man sich häufig einfach total blöde anstellt, weil man sich eben nicht die Zeit nimmt, alles durchzugucken irgendwie und überall nochmal hinzugehen, wo man schon gewesen ist gerade eben. Was ich bei einem Singleplayer-Spiel immer gerne mache. Und wenn man sich diese Zeit nicht nimmt, gut, dann kann man auch nicht erwarten, dass da irgendwas dabei rauskommt. Das ist halt so. Ja, mal gucken, ob es mal diesmal auch die Munition ausgeht, weil ich habe irgendwie nicht mehr so extrem viel. Ich muss jetzt gerade meinen Bankkarten leer räumen. Verkaufen. Ja, zum Thema krank. Ruskin hat sich hingelegt, in einem Sessel, der viel zu bequem für ihn war, und ich habe mich erkältet. Deswegen, wenn jetzt irgendwie mal einer von uns mal irgendwie kurz ausfällt, dann gibt das auf die Drogen oder die Erkältung. Ja. So, können wir hier die Schränke benutzen? Soll ich hier jetzt einfach noch ins Detail gehen, inwiefern, oder was? Nee, ne? Brauche ich nicht, oder? Weil ich will jetzt nicht sagen, den Leuten erklären, was mir aus ist, einen Tag lang aus bestimmten Körperöffnungen ziehe. Deswegen lassen wir das mal lieber. Okay. Ich will mal kurz gucken, ob ich hier noch was einbauen will. Nee, will ich nicht. Alles, wie es sein muss. So, was ist... Anzugtechnisch sind wir jetzt schon ausgerüstet, oder wie sehe ich das? Ja, die Anzüge, die haben... Also, das Inventar ist gespeichert worden beim letzten Mal. Nur halt nicht der Spielfortschritt. Okay. So, ich habe mal Unterlauf-Raketenwerfer mit einer Bola-Werfer oben drauf jetzt. Beim letzten Mal zusammengebaut. Ich muss jetzt erstmal... Ich mal testen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Waffen ich... Wo müssen wir lang? Damit. Wollen wir da auch zuerst rein dann, weil da sind ja noch andere Dinge? Ja, welche Türen funktionieren denn hier noch? Ich sehe keine, weil die eine... Hier links... Hier links ist so ein... Nicht. Die braucht eine Schlüsselkarte. Ach, okay, alles klar. Das heißt, wir werden diesen Gang wahrscheinlich noch ein oder zweimal besuchen müssen. Und ganz hinten da, die Tür... Auch wieder eine Schlüsselkarte. Die wir auch noch nicht haben? Auch noch nicht. Stimmt. Gut, ich hab's mal eben überprüft. Ich komme zurück. War so mir klar, ihr beide so, ne? So, was habe ich denn jetzt hier unten noch als Waffe dran? Ich weiß es nicht mehr. Oben war das geile Schnellfeuergewehr. Genau derselbe Aufbau wie unten. Hier ist das Labor. Warum auch mal dieses Milchglas überall eingebaut wird? Ja, weil, ne, sieht hübsch aus. Aber hier gibt's gar nichts außer diese Tür. Ja. Ja, dann benutzen wir diese Tür. Die können wir ja schon. Ja, jetzt geht's los. Bitte stillhalten. Nö. Doch, gleich. Hier drin gibt's gleich wieder. Wollen wir wetten? Das ist das Rosettas Labor. Guck dir mal die Wände an. Endlich. Und das ist die Montagestation. Hier gibt's definitiv gleich auf der Fresse. Wir sollen einen Codex zusammensetzen. Klingt logisch. nein. Laut Aufzeichnungen sind wir hier, um Rosetta zusammenzusetzen. Wie kommt die da eigentlich hin? Die haben sie in Stücke geschnitten? Oh mein Gott. Was für ein Scheißtag. Die haben sie zerschnitten? Warum? Tja, ich komme hier nicht hoch, ist logisch. Aber es sind schon ein paar Stücke in der Montageeinheit. Ich glaube, da vorne ist noch eins.
Okay, das ist also kein Nekromorph hier drin scheinbar, oder doch? Nee, es muss einer sein. Na, ist irgendwas Hässliches jedenfalls. Ja. In Scheiben geschnitten, wohlgemerkt. Ich kann es nicht kaputt machen. So, wir müssen da jetzt hin und die Knöpfe drücken. Yay, Knöpfe drücken. Erhalten. Was zum Henker machen wir jetzt damit? Hier müsste ein Behältnis sein, das mit dem Katalogsystem des Labors verbunden ist. Ja, da drüben. Okay, mal sehen, ob ich es reinbekomme. Ja, super, was ist das denn für ein Mist? Medifacts. Ach so, wir müssen das Teil, was ich da jetzt rausgezogen habe, da reinstecken, glaube ich. Nicht unmöglich. Mach mal. Stecke? Ja, sieht so. Und ich drück mal drauf. Ach, und jetzt? Achso, jetzt kommt das wahrscheinlich da oben runter wieder. Okay, mal sehen, ob ich das zur Montagestation schicken kann. Was für ein Quatsch! Wer baut denn solche Geräte? Wissenschaftler. Die sind doch eigentlich ganz echt, die Jungs. Das hätten wir aber auch einfacher haben sie können. Sie haben sie erst in Scheiben geschnitten, das sollte ihr eigentlich schon alles sagen. Okay, das heißt, ja, aber weißt du, was ich meine? Was für ein umständlicher Quark. Laut Unterlagen gibt es noch 4 weitere Stücke. Diese wurden von Dr. Serrano aus der Liste ausgetragen. Die Einrichtung hat 3 Gebäude. Ja, natürlich. Wenn es noch weitere Stücke gibt, sind sie in einem davon. Oder in allen. Wie ich es mitbekommen habe, waren die meisten Türen versperrt. Tja, dann ist heute dein Glückstag. Sieh mal, was ich gefunden habe. Ein Sicherheitspass. Was für ein Zufall! Willst du es probieren? Logik in Computerspielen AD. Ich hasse das. Können die nicht einmal ein realistisches Szenario basteln? Super, danke. Alle Türen sind verschlossen. Guck mal, zufällig habe ich einen Pass. Kodex herstellt. Ich sehe mich in den Laboren um und sammle den Rest von Rosetta ein. Ja, und ne, hier ist das Labor, wo diese Rosetta-Steine benötigt werden. Und wo sind sie? Da, wo wir noch nicht waren. Ist klar. Das ist doch logisch. Irgendwie muss man die Leute dazu motivieren, einzugehen, wo man noch nicht war. Ja, aber könnte man nicht wenigstens mal logische Szenarien dafür basteln? Eine ganz einfache Erklärung für alles. Magie. Baller die Fresse weg, du Magier. Offensichtlich hat diese Einrichtung 3 Hauptgebäude. Das, in dem wir jetzt sind, ist Biologie. Dann gibt's noch eins für Paläontologie und eins für geologische Studien. Geil. Das soll ich mir zuerst ansehen. Egal. Sei nur vorsichtig. Warum? Wütend! Da draußen könnte mich was fressen wollen? Das ist nicht witzig. Ich weiß. Vor allen Dingen, wir wurden schon gefressen. Mann, ja. Wer denkt sich solche Dialoge aus? Aber Paläontologie klingt gut. Weil das bedeutet ja im Umkehr, also wenn ich das richtig deute, und ich will es jetzt mal einfach so deuten. Auf, wo sie hintreten. Bedeutet das ja Dinosaurier-Nekromorphs. So in der Art. Geh weg, vor allem, sie sitzt ja in diesem Raum unten, die Treppe ist kaputt, man kann nicht hochgehen und du musst einfach mal so einen Klappen geben. What the fuck? Wieso kann ich das nicht? Warte mal, das noch eins von den Viecher. Wo denn? Denn wo ist er denn? Hier rechts, irgendwie wackelt das. Achso, das ist einfach nur. Sehr cool gemacht hier. Aber ich finde das hier ganz geil, dass die Wandtexturen sich ein bisschen bewegen. Ja. Sehr schön. Das lebt ja auch noch alles. Ja, also aber. Ja, aber in vielen Spielen hast du dann, weißt du, eine tote Textur und gut. Aber hier haben sie das ganz schön gemacht. Finde ich gut. Ich meine, hast du dir mal die Videos zu Alien Colonial Marines angeguckt? Ich hab's das Spiel. Ja. Aber was soll ich sagen? Offline. Ja, super. Da hätten sie viel mehr coole Sachen machen können mit so Aliens, die sich an der Wandtextur verstecken, solche Scherze, aber nicht in der hässlichen Grafik, die an sie einer genommen Stelle haben. Hat man das sogar. Ja. Das gab's Moment, ja, Sie glauben doch nicht, dass wir an diesem Sterilisationssystem herumfuschen sollen, oder? Vielleicht doch. Isaac, das Gas frisst Ihnen das Gesicht weg. Was kann schon Schlimmes passieren? Das Gas frisst einem das Gesicht weg. Ja. Die Dialoge, ne? Aber die waren auch gut. Ja, Colonial Marines, Neux! Das Originellste da ist immer noch der. Um dich mal zu zitieren. Die Aliens, die in der Terraform-Explosion gefangen waren.
Ach richtig, hier war die... Toll. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr... Warte mal eben kurz, nimm mal kein Medipack. Ne, hier war es nicht drin, Schat. Da war es vielleicht da drin. Warte mal eben kurz, immer noch warten. Hat das bei dir auch ein bisschen Bonus gegeben? Ja, wenn du so eine Medkit-Erweiterung hast, ja. Ja, das war... es gibt immer nur ein ganz kleines Stück. Ja, aber ich war mich gerade nicht mehr sicher, wo ich das Ding drin hatte, weil ich habe in einer von den Waffen die Medkit-Erweiterung drin. Ach du Scheiße. Aufzug deaktiviert. Wütend. Das so gut war? Ich bin mir nicht ganz sicher, was hast du denn da gemacht? Ich glaube, ich muss beides aktiv haben, ne? Lass das mal, das ist mein Job. Ja, dann mach den doch mal. Aufzug online. Aufzug reaktiviert. Aufzug online. Ich hab hier Spaß. Ein bisschen planlos die Steuerung neu lernen. Aufzug reaktiviert. Aufzug online. Jetzt soll ich doch die andere Waffe nehmen. Ein Scheiß. Aufzug reaktiviert. Aufzug online. Ah, das ist aktiviert, oder? Nee. Aufzug online. Mann, das kriegen wir nicht. Reaktiviert. Aufzug online. Ja, jetzt das war's. Ich hab's repariert. Ja? Ich bin ein Weltraumingenieur. Juhu! Ups. Nee, ich will gar nicht. Geh zurück. Ich will nicht. Du sollst dich mal heilen. Ja. Okay, die Gaspumpe ist wohl wieder in Ordnung. Irgendwie war das lustig. Ja, irgendwie. Ich war voll verpeilt. Ich muss wissen, wo ich den Schlafroboter wieder einsetzen kann. Ich muss das immer neu lernen hier. Ich hab ja schon wieder ein neues Spiel irgendwie neu lernen müssen von der Steuerung, von daher. Das stört dann immer irgendwie die eingelernten Reflexe. Jetzt können wir aber jetzt das Ding hier benutzen, oder nicht? Watson, wieso kann ich diesen Button nirgendwo einsetzen? Sterilisationssequenz wird eingeleitet. Geil. Hey, sieht aus, als stecken wir hier fest. Ja, das geht nur gerade alles ganz klar. Es funktioniert. Ja, das Ding ist luftdicht, oder? Hoffen wir mal. Ja? Die Anzüge auch. Oh, scheiße. Vor allen Dingen, warum gibt es... so eine Dekontaminationsanlage. Los, sehen wir uns das mal an. Aha. Sie gehen vor. Okay, das meiste ist weg. Die meiste Technik allerdings auch. Hier ist die Tür jetzt offen. Oh, da sollen wir sogar lang. Natürlich, war ja klar. Na, guck mal hin, wer da hängt. Tag Bob. Aber hier ist und wieder Bob-Zeit. Okay, gucken wir mal die Vorräte hier durch. Dr. Earl Serrano, Status-Update.
Ich kann mir jetzt denken, warum die Alien-Maschine unseren Kodex nicht annehmen wollte. Die Anweisungen waren durch den zweiten DNA-Strang, die Anomalie, verfälscht. Heute fanden wir ein neues, makelloses und intaktes Exemplar. Seine DNA ist unverfälscht und ich hoffe, dass dies der lang ersehnte Durchbruch wird. Borrow Imaging. Okay. Ist down. Ich mal. Ja, nee, ist down. Lag hinten noch was rum bei dir? Nicht wirklich. Da sind wir reingekommen. Ist hier hinten. Hä? Wo zeigt denn das hin? Also hier müssen wir jedenfalls nicht rein, lang eigentlich. Wo wir lang gehen. Persönliches Buch von Dr. Alexei Obrev. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ich schätze, die anderen fanden es barbarisch, als ich den AVT Fieldman an die Wand tackerte und irgendwie einen Fisch ausweise. Aber ich hatte das Gefühl, etwas demonstrieren zu müssen. Und welchen besseren Weg gab es, als den Beweis direkt zu erbringen? Wir haben es. Nice. Wo müssen wir das Ding jetzt einbauen? Ach ja, der Typ, der da an die Wand getackert ist. Das wird wahrscheinlich der Typ aus dem Produkt sein. Der Freeman, den man da gespielt hat. Ja, nachlade. Okay, ich glaube, wir müssen weitergehen, dann werden wir immer wieder kommen. Ups. Oder doch nicht. Der Typ, der hier an die Wand getackert und ausgenommen ist, ist wahrscheinlich der Typ, den wir am Anfang gespielt haben. Ja. Ich habe doch ein Stück von Rosetta gefunden und schicke es dir jetzt. Welches Stück ist es? Schwierig zu sagen vom Querschnitt her, aber es ist nichts, was ich wiedererkenne. Okay, ich bereite es vor, sobald es hier ist. Narf. Welches Stück ist es denn? Ey, das ist eine geschnittene Leiche, ist das halt wichtig? Ja, scheint sehr wichtig zu sein. Oh, Fahrstuhl funktioniert nicht, oder? Doch, warte mal, der geht. Klar, und hier waren wir auch noch nicht drin. Das war ja alles zugewachsen. Oh, schick. Meine Laser machen bling bling. Aber ich habe leider keinen Laser, das ist ein bisschen schade. Ja, die Laserkanone fehlt mir hier irgendwie noch. Kann das Ding mal aufgehen? Mal nachladen hier. Zzt. Und irgendwie gefällt mir. Oh, Lampe. Was denn? Da kommen gerade zwei Nekros nach oben. Ist doch schön. Als, da wir hier gerade so einer schönen Brücke sind, wird es gleich ein Crash geben. Morning. As well as you so quiet beyond overpass. Ich mag die Wumme. Hit on. Oh, Ressourcen höre ich. Test. Test. Hallo, Isaac. Ich weiß, Sie sind da draußen. Und kriechen irgendwo rum. Sie halten mich wahrscheinlich für einen übereifrigen Kreuzritter, der stumpf den Launen eines zornigen Gottes folgt. Die Schlussfolgerung liegt nahe. Und ich verteufle Sie dafür nicht. Aber es überrascht Sie vielleicht, dass ich ein Mann der Wissenschaften bin, der Fakten und Vernunft. Von Sie sich das Predigen nicht aus? Und bald schon werden Sie verstehen, nicht zwingend, dass ich recht habe. Heil dich mal. Mit allem. Weißt du, was ich denke? Der ist einfach nur verrückt. Und das ist alles. Naja, das ist meistens die Folge davon, wenn man mit dem Marker in Kontakt kommt. Und der ist mit einer Menge Marker in Kontakt gekommen. Das Ding ist halt,
Er nimmt an, dass ich ihn für eine Energiestörung übrigens. Dass ich ihn für einen Kreuzritter halte. Entschuldigung, aber nein, Bob, ich halte dich für was ganz anderes. Geht nicht auf. Bei Totenkreuzritter? Wie geht das jetzt hier auf? Eine Frage. Vielleicht so. Wie? Yay! Ja, natürlich. Chinese, bla. Hätten wir drauf kommen können, aber nicht müssen. Du bist immer noch ganz schön angeschlagen. Normalerweise sind solche Zeichen auch beleuchtet. Oh, guck mal, was da vorne ist. Hier ist ein Dingsy. Eine Platine. Ein Schlüssel ist das. Geil. Hast du noch? Ja. Mensch, das war auch mein letzter. Ja, Explosionsmodul. So, schön aufgestockt. Lauter Notlosen, Einweg-Medkits. Warte mal eben kurz. Hab ich noch eine Talkstange über? Schlüssel zu Reaper-Gesellen, Schlüssel zu Forsch. Nee, wieso hab ich denn schon wieder keine Talkstange? Ich raff das nicht, ey. Verbraucht? Ja, wann denn? Ich brauch die doch. Du machst doch fast immer die Dinger auf. Ja. Ich finde das echt affig. Der Fahrstuhl ist irgendwie gepolstert, kann das sein? Ja, das ist so, wenn Wahnsinnige irgendwie hier durch die Gegend rennen. Nee, aber der ist ja nicht ganz gepolstert, der ist hier nur unten ein bisschen. Ja. Oh, da ist was. Komm, stirb, du Drecksding. Also. Hat er nervt. Die Zeit nur verreckt, Mistvieh. Na, die Stasebeschichtung ist es echt wert. Also oh, die war richtig gut. Oh ja. Oh ja. Ja, das können wir euch empfehlen. Also wenn ihr Upgrades für die Waffen nehmen wollt. Genau. Stase-Beschichtung ist sowas von Gold wert. Unfassbar. Oh, das ist gar nicht. Eigenartige Maschine unter uns. Die ist gar nicht so eigenartig. Also im Vergleich zu einem anderen Schrott, den wir hier schon gesehen haben, nicht. Irgendwie. Eigenartig. So, hier kann man aber irgendwas reinpacken. Oh, sieht aus wie diese komischen Dingsies wieder. Ich mach mal das Lock an. Ja. Dr. Earl Serrano Status Update. Siehste? Auf den Oberflächen aller Marker finden sich Glyphen. Niemand weiß mit Sicherheit, was sie bedeuten. Doch existieren sie als eigene Sprache, die wir den Schöpfern der Marker zuschreiben. Allerdings haben unsere Ausgrabungsteams nun einen völlig neuen Satz Glyphen auf jenen Bauwerken entdeckt, die wir unter der Eiskruste des Planeten fanden. Ich habe angeordnet, diverse Artefakte zur genaueren Inspektion hierher zu bringen. Wenn es das ist, was ich denke, könnte das alles verändern. Nee. Wir müssen die alle gleich ausrichten. Ja. Aber es gibt nur zwei Kurbeln, richtig? Ja. Und beide bewegen das mittlere, so wie ich das verstehe. Stopp mal eben. Beweg mal deins. Stopp. So. Ach so. Ich muss erstmal, warte mal eben kurz, so. Jetzt beweg mal deine. Nee. What the fuck?
Weg deins nochmal. Ne, du musst deins hinten quasi nach oben und meine müssen dann so sein, dass sie übereinstimmen. Genau. Meins macht aber nur schräg, da kannst du ausrichten. Mach nochmal. So. Nee, das war's noch nicht. Warte mal, das muss so stehen, glaube ich. Und jetzt mach nochmal, dreh nochmal. Und nochmal. Nee, nee. Du hast es einmal zu viel gedrückt, quasi. Dreh jetzt nochmal. Ja. Passt. Also, nein, nein. Also quasi das in der Mitte muss so schräg nach da oben hin zeigen. Von dir weg. Schräg von dir weg nach oben. Und meins... Weißt du was? So muss es stehen quasi. Wenn meins in... genau waagerechter Position ist. So meinst du? Nee, dann aber eins. Dreh nochmal weiter deine. So. Wird's jetzt gerade? Jetzt würde es gerade werden. Und deins geht dann... nochmal. So, jetzt beweg mal. Wir haben's. Was soll mit dem Scheißding? Siehst du wohl. Boah, das ist auch ein blödes Rätsel, ey. Och, naja, ging. Kasse ist. Kannst du nicht klauen. Kannst du klauen. Okay, Ellie. Es ist noch eins unterwegs. Isaac, diese Stücke. Bist du sicher, dass das Rosetta ist? Nein. Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Weiter jetzt. Das ist vielleicht eine Rosetta, aber nicht die Rosetta vielleicht. Ein Gewehr mit einem Helm drauf. Wo bist du? Hier durch die Tür durch. Ach, da ist noch eine Tür. Oh, schick. Da ist auch mal die Karte hier. Schlüssel. Hier ein Schlüssel. Dann gehen wir zur Kaserne holen. Ja, klar. Nach einer optionalen Namen zu. Die Kaserne des 163. Ja. Ihren Ausweis sichtbar. Natürlich. Das 163. Ich wette, die hatten Zugang zu ziemlich netten Spielzeugen. Wir sollten uns mal umsehen. Exorg. Da komme ich nicht ran. Was ist das? Kann man nicht rein, okay. Himmel, hier war jemand im Blutrausch. Überall liegen abgetrennte Köpfe rum. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Wenn die Leichen noch hier sind, dann müssen auch die Waffen da sein. Die Chance kann ich mir nicht entgehen lassen. Hast du noch mal Anzüge? Ich kann hier nichts mehr verbessern, das ist das Ärgerliche. Zu wenig Energiewandler. Ja, zu wenig Energiewandler. Aber ich habe schon fast alles voll. Ah ja, die sind doch richtig hier. Oh nee, Leute, das hatten wir doch schon mal. Sterilisiert. So, draußen Kasper noch welche rum? Das ist ein komischer Apparat. Ah ja, das passiert hier von dem Typen, der Reaper hat die Köpfe genommen. So nennt er sich jedenfalls.
steht's im Weg. Schön, ich habe gerade was abgeknallt. Ich wollte auch mal Spaß haben, bevor du den Spaß hast. Boah. Oh, guck mal, hier hinten ist ein Spind. Spind, genau. Smartisches Gehen, ey, wer... Wieso kriegst du Wolfram? Weil ich der Geile bin. Mist. Leiter vom Partner blockiert. Geh weg da. Was geht? Was machst du da, du Nase? Ich hab die falsche Nase. Na, die Stase, nimm dir die Stasi-Station mal eben. Vorsicht! Ach, scheiße. Das war schon ganz hinten. Ich muss mal eben warten. Was? Was machst du da? Da liegt die Peng-Statue hinter. Wo liegt die Peng-Statue hinter? Hinter den Kolben. Oh, cool. Ich komm da nicht ran. Verdammte Axt. Da. Wir haben die Peng-Statue, okay. Ja, und nu? Hast du sie genommen. Und ja. Nu? Ist sie in deinem Inventar? Ja. Dann gib sie mir mal. Und dann? Gib sie mir doch einfach mal eben. Oder schmeiß sie ab. Ich hab sie dir geschenkt. Naja, auf der Xbox geht man dadurch mal ein Achievement. Muss man mal im Shop gucken, was wir damit machen können. Das erklärt natürlich auch, warum bei den ganzen Typen die Köpfe abgehackt sind. Guck mal, das Ding hier steht still. Da kann ja was nicht stimmen bei, oder? Wahrscheinlich gehe ich hier rein und dann geht's... Ach, du Scheiße! Slasher! Ups! Falsche Waffe.